Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zur IGROBER 17.1. Mein Name ist Stefan Becker und ich begrüße ganz herzlich Birgit Becker, die Geschäftsführerin der IGROBER GmbH. Hallo Birgit. Hallo Stefan. Hallo liebe Zuhörer. Schön, dass wir heute wieder zahlreich zusammenkommen, um die neuen Funktionalitäten der 17.1 kennenzulernen. Hallo Herr Weinzierl, hallo, also ich sehe, Herr Esser, es sind ganz, ganz viele Leute da, es wird ganz voll, der Raum ist voll, aber ich sehe, es kommen immer noch Leute rein. Wir warten noch mal ein, zwei Sekunden, aber wir wollen natürlich keinen bestrafen, der jetzt schon da ist und fangen dann auch gleich mit unserem Webinar an. Wie Birgit schon gesagt hat, haben wir uns ganz viel vorgenommen. Wir werden am Anfang die neuen Funktionalitäten zeigen von der IGROBER 17.1, aber auch den Ablauf, das heißt, wie ist der Zeitplan, wie ist die Umstellung gedacht. Also all diese Punkte werden wir nacheinander abarbeiten und wir wollen aber beginnen mit den Collabora-Funktionalitäten. Da hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten Wochen in der Entwicklung. Also das ist auch nochmal sehr interessant. Wie sieht es aus? Was hat sich getan? Und damit übergebe ich mal an Birgit. Was hat sich getan? Kannst du was dazu sagen? Ja, Stefan. Also im Prinzip, wir wollen uns einfach heute mal mit den verschiedenen Funktionalitäten im Bereich von dem Collabora Online Office beschäftigen. Wir wollen dann genauer reinschauen in die Anpassungen, die wir mit der 17.1 gemacht haben. Da gab es einiges im Bereich auch vom Look und Feel, was glaube ich ein großer Fortschritt ist. Die Startseite kann neu gestaltet werden. Die Benachrichtigungen sind sehr, sehr gut geworden, viel übersichtlicher und einfacher zu bedienen. Wir haben auch den Dialog zur Auswahl von Dateien verändert. Dann kommen wir natürlich zu entsprechenden Sicherheitsfunktionalitäten, die auch in der 17.1 reingekommen sind. Insbesondere im E-Mail ist es so, dass wir jetzt eine S/MIME-Verschlüsselung zusätzlich zum PGP haben. Und es gibt diverse Funktionalitäten in unseren Standardanwendungen, die hinzugekommen sind. Die wollen wir einfach mal anreißen und zeigen. Wenn da konkretes Interesse oder Fragen bestehen, gehen wir natürlich auch gerne darauf ein. Dann einfach in den Chat reinschreiben, dass wir in den Bereich nochmal genauer reinschauen können. Ja, Collabora Online. Collabora Online, wir werden es gleich dann auch live zeigen, wird es darum gehen, dass wir mit dem Collabora Online einfach ein Online-Office mit der E-Groupware geschaffen haben, sodass ich zum einen die Verbindung habe von der klassischen Groupware mit Kalender, Adressbuch, CRM-Funktionalitäten und der Möglichkeit, die Daten, die ich in meiner E-Groupware speichere, auch weiter zu verwenden und die dann im Browser direkt bearbeiten zu können. Egal, ob es jetzt so ist, dass ich ein Angebot erstelle oder ob ich mir einen Report, den ich vorher definiert habe, zum Beispiel welche Stunden im Stundenzettel wurden geleistet, dass ich die auch direkt wieder mit dem Browser, mit dem Online-Office weiter bearbeiten kann. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt in dem ganzen Bereich die Möglichkeit, die wir schon mit der 16.1 reingebracht haben. Wir können Dateien sharen, Verzeichnisse sharen, so wie es auch ein Dropbox kann. Aber an der Stelle, das Ganze durch das Collabora wird jetzt natürlich noch mal besser, denn wir können auch auf diesen gesharten Dateien gemeinsame Dokumente mit bearbeiten. Das heißt, ich kann nicht nur Sachen freigeben, um, ich sag jetzt mal, größere Dateimengen mit Kunden auszutauschen, die nicht wirklich ein E-Groupware-Nutzer sein müssen, sondern ich kann auch mit denen gemeinsam an einem Dokument arbeiten, um entsprechend das Ganze fertigzustellen. Das heißt, ich kann jemand einfach einen Link schicken aus der E-Groupware, das heißt, der muss gar nicht angemeldet sein in der E-Groupware und der kann dann mit mir quasi verteilt an einem Dokument arbeiten. So sieht's aus. Genau. All die Funktionalitäten, die Collabora uns jetzt bietet, kann ich auch über einen Sharing-Link mit externen entsprechend teilen. Ja. Dann zeig uns das doch mal. Lass uns das auch mal gleich anschauen live. Das haben wir auch schon vorbereitet. Wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie in den Chat rein und dann können wir dann quasi parallel oder danach drauf eingehen. Ich schalte jetzt mal um. Jetzt müssen wir Birgits Desktop sehen. Genau, wir sind alles zu sehen. Und
Dann geht's los. Ja, also im Grunde genommen ist es so, wie funktioniert das Collabora? Das Ganze integriert sich nahtlos in den Dateimanager von der eGroupware in der Form, dass ich als oder von der Administration der eGroupware heraus Rechte auf die Anwendung Collabora online gewähre. Und wenn ich ein Recht habe auf diese Anwendung, dann ist es so, dass wenn ich auf ein Dokument klicke, ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele vorbereitet, und wenn ich ein Dokument hier öffne, öffnet sich ein neuer Tab, und im neuen Tab sehen Sie jetzt als allererstes mal das, was Sie auch sehen werden, wenn Sie mit Ihrer Instanz auf die 17.1 wechseln und das erste Mal auf den Link draufklicken, nämlich dass Sie ein Collabora Online Office 3 starten. Sprich, an der Stelle standardmäßig voreingestellt ist das Ganze so, dass das Collabora Online Office in unserem Cloud-Hosting läuft und Sie sich dafür entsprechend registrieren, sodass Sie an der Stelle auch eine Rückmeldung bekommen, dass wie viele Benutzer von Ihnen das nutzen und entsprechend auch, ja, ich sage jetzt mal, für alle, die im Hosting sowieso sind, spielt es keine große Rolle. Wenn ich jetzt jemand Externes habe, der kann das Cloud-Hosting für das Collabora auch nutzen, aber muss ich natürlich darüber im Klaren sein, dass seine Daten damit vorübergehend für das Bearbeiten in unserem Cloud-Hosting sind. Da wird nichts zwischengespeichert an der Stelle, aber es ist einfach wichtig, dass Sie formal das auch entsprechend bestätigen. Das heißt, ich trage dann einfach eine E-Mail-Adresse ein. Haben das 3 jetzt angelegt, das heißt, sie Birgit hat ihre E-Mail-Adresse eingetragen und in dem Fall, und da sehen wir jetzt gleich, wie das Collabora sich öffnet. Genau, und dann öffnet es sofort in den neuen Tab die Ansicht und wir können es direkt bearbeiten. Ja, das heißt, sobald ich dieses Trial angelegt habe, und ich bin mir sicher, Sie wissen, wie Sie E-Mail-Adressen und ein Ad-Zeichen auf Ihrem Laptop eingeben. Ich bin nicht der Mac-User, von daher bin ich daran gescheitert, dass ich mein Fenster aus Versehen geschlossen hatte an der Stelle. Ja, ich bitte das zu entschuldigen, dass wir an der Stelle einfach in eine Verzögerung reingekommen sind. Also für all Ihre Benutzer ist es nachher so, dass Sie im Grunde genommen aus dem Dateimanager heraus einfach auf Dokumente klicken, Dokumente öffnen und die sich damit dann automatisch im Browser zum Bearbeiten öffnen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Ganze jetzt ein DocX oder ein ODT oder ein ODS oder eine Präsentation ist. Ich mache sie auf und ich bekomme sie. Wir haben uns auch extra dafür entschieden, das Ganze in einem neuen Tab zu machen, damit Sie die volle Breite von Ihrem Bildschirm sinnvoll nutzen können. Aber auch um zwei Dateien gleichzeitig zu öffnen, oder? Das ist dann auch der Vorteil, den ich dann damit habe. Genau, ich kann auch einfach beliebig viele nebeneinander geöffnet haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine PowerPoint-Präsentation öffne, dann kann ich an der Stelle einfach zwischen meinen verschiedenen Dateien, die geöffnet sind, einfach im Browser hin und her wechseln, und ich könnte mir jetzt auch entsprechend den Inhalt aus einem einen Fenster in das andere reinkopieren. Was natürlich was ist, was ja schon so im normalen Arbeitsvorgang von einem Office auch durchaus vorkommt. Ansonsten ist es aber auch, also ich will jetzt nicht auf alle Funktionalitäten vom Collabora eingehen, denn wir hatten dazu ja auch schon mal ein Seminar, was speziell auf das Collabora Online ging. Wir wollen ja heute einfach auch ein bisschen übergreifender auf die ganzen Funktionalitäten, die in der 17.1 kommen, eingehen. Wenn jetzt mehrere Personen gleichzeitig an dem Dokument arbeiten, dann arbeiten sie einfach gemeinsam. Sie müssen nicht extra speichern, es spielt keine Rolle. Alle Änderungen passieren automatisch, werden automatisch gespeichert. Das heißt, ob ich jetzt hier manuell speichern klicke oder mein Fenster einfach schließe, es macht keinen Unterschied. Wenn ich Änderungen gemacht habe, gehen diese Änderungen nicht verloren. Was jetzt neu reingekommen ist mit der neuen Version von Collabora, ist, dass ich hier ein Speichern unter habe. Das heißt, wenn ich hier Speichern unter anklicke in
Dialog zum Speichern aus. Ich kann mir auswählen, wo das Ganze gespeichert werden soll. Und ich kann das Ganze im Zweifelsfall jetzt auch unter einem neuen Typ von Dokument abspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Report erstellt, ich habe den genutzt, habe die Daten von der eGroupware eingefügt und will daraus ein PDF machen, was ich wieder in der eGroupware speichere, kann ich das ganz einfach machen, indem ich hier mein PDF auswähle, meinen Dateinamen angebe, ich sage jetzt mal einfach Test, und das Ganze soll jetzt nicht in meinen Beispielen kommen, sondern in meinem Home-Verzeichnis, dann sage ich Speichern und dann wird mein Dokument als PDF entsprechend auch im Dateimanager direkt gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal nach Test suche, ja, das ist ein schöner Fall, wenn es dann direkt funktioniert. Da kam noch eine Frage. Ja. Kann man auch außerhalb der eGroupware speichern? Also ich nehme an, es geht darum, dass man diese Datei jetzt nicht in der eGroupware speichern will, sondern auf dem Desktop. Ja, dafür gibt es dann weniger das Speichern unter als hier dieses Herunterladen als. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt sagen, ich möchte mir das lokal speichern als, was weiß ich, Word-Dokument und dann lädt er das Dokument entsprechend herunter und speichert es bei Ihnen lokal auf dem Desktop oder wo auch immer Ihre Downloads entsprechend hingespeichert werden. War das Ihre Frage, Herr Walder? Schreiben Sie noch mal kurz rein, ob das damit beantwortet ist, ob das Ihre Frage genauer war. Ja, alles bestens. Okay, super. Dann können wir weitermachen. Ja, gut. Ich denke, was auch eine ganz wichtige Funktionalität ist, ich habe es ja anfangs schon mal gesagt, dass Sie einfach die Möglichkeit haben, auch mit Externen an einem Dokument gemeinsam zu bearbeiten. Wie kann man sowas praktisch gestalten? Wenn ich jetzt auf einem Dokument bzw. auf einem Ordner bin, kann ich per Klick rechts, auch das war schon vorher ein Stück weit drin, wir hatten vorher einfach nur die Möglichkeit, per Kontextmenü uns einen lesenden Link zu generieren. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, ein paar Übersetzungen fehlen noch an der Stelle, das bitte ich zu entschuldigen, da sind wir noch dran, mir auch einen Sharing-Link zu generieren für diesen Ordner, in dem der andere die Möglichkeit hat, auch Dateien zu verändern bzw. Dateien hochzuladen. Wenn ich mir den jetzt entsprechend erstelle, ich könnte das Ganze natürlich auch direkt per E-Mail an denjenigen zukommen lassen. Dann öffnet er mir hier entsprechend meinen Link. Ich kann den ins Clipboard kopieren. Und an der Stelle, ich mache jetzt einfach mal einen Incognito-Tab auf, weil im Prinzip, ich will ja jetzt zeigen, wie funktioniert das Ganze, wenn ich nicht angemeldet bin, also wenn ich jetzt das Ganze mit jemand externem teile. Das heißt, der braucht nur den Link, der braucht keinen Zugang zur ICO, der braucht gar nichts, nur den einfachen Link und dann kann der sofort im Endeffekt loslegen. Genau. Dann sieht das Ganze bei dem anderen so aus. Auch hier haben wir von der Gestaltung her das Ganze nochmal ein bisschen angepasst, dass es für jemand, der von extern kommt, einfach auch ansprechender aussieht. Und jetzt kann ich natürlich ganz einfach als der Externe auch entsprechend auf dieses Dokument draufklicken und bekomme das gleiche Dokument jetzt von dem Externen angezeigt, also als Externer bearbeite ich. Und wir sehen jetzt hier unten, wenn Sie mal genau schauen, dann sieht man, dass jetzt der Externe sieht, da ist der Benutzer von vorhin parallel angemeldet. Das heißt, die Nicole Oster war mein Benutzer in der eGroupware und dass sie bin jetzt ich als anonymer Benutzer bzw. als Externer da drin und ich kann jetzt wirklich gemeinsam an diesem Dokument
auch arbeiten und kann da Sachen machen. Und es ist wieder direkt in ihrer E-Group-Ware drin. Das heißt, der andere braucht nicht irgendwelche WebDAV-Links, um Sachen zu machen, beziehungsweise er braucht auch keinen Benutzer in ihrer E-Group-Ware zu sein. Sie können so ganz einfach mit Externen auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ohne dass sie sich Gedanken machen müssen, für wie viele Personen sie da Benutzer in der E-Group-Ware generieren müssen. Das heißt, er braucht gar keine Lizenz, wie das vielleicht klassisch wäre. Da bräuchte ich jetzt eine Office-Lizenz oder sowas. Das braucht ja alles gar nicht. Ich kann nur sagen, hier den Link, bitte verwendet die Version. Und er kann einfach sofort loslegen und sofort mitschreiben. Genau, ich kann einfach mal ganz kurzfristig auch sagen, okay, ich habe zum Beispiel jemanden, wir arbeiten an, ich sage jetzt mal bei uns jetzt klassischerweise, eine Pressemitteilung, ich habe dafür einen Externen, der mit uns die Sachen zusammen schreibt, wir wollen mit dem nochmal drüber schauen, dann schicke ich ihm einfach den Link, er kann dort seine Datei hochladen und wir können gemeinsam drauf arbeiten, uns anschauen, uns das Feedback zu dem geben, was wir da rausbringen wollen, und das Ganze ist gespeichert und ist direkt in der E-Group-Ware drin. Und es hier unten rechts ist die Versionskontrolle, das heißt, da sehe ich, wer hat was geändert, kann man das einschalten oder ausschalten oder wie funktioniert das? Ja, also ich kann in dem Bearbeiten einfach sagen, dass ich Änderungen verfolgen, anzeigen und aufzeichnen möchte. Wenn ich aufzeichnen sage, dann ist es so, dass jede Änderung, die eingetragen wird, wird automatisch dann entsprechend mitgeführt von demjenigen, der sie gemacht hat, und ich kann sie dann an der Stelle die Änderungen annehmen oder ich könnte sie auch verwerfen. Das heißt, das ist immer eine gute Möglichkeit, wie ich gerade mit mehreren Leuten gemeinsam an dem Dokument arbeiten kann. Da kam jetzt noch die Frage, ob das gemeinsame Arbeiten von MS Excel-kompatiblen Dokumenten möglich ist. Jetzt ist immer die spannende Frage, was verstehen Sie unter MS Excel-kompatiblen Dokumenten? Also wir können Excel-Dokumente natürlich öffnen. Genau, wir können Excel-Dokumente öffnen. Natürlich ist es so eine Sache. Die Funktionalitäten von dem, was es Collabora Online in der jetzigen Version bietet, kann zum Beispiel noch nicht mit Pivot-Tabellen oder sowas umgehen. Da ist gedacht für die nächste Version von Collabora Online, dass auch nochmal deutlich mehr Funktionalitäten in dem Bereich kommt. Mach doch mal so ein grundsätzlich ist es so, dass an der Stelle die Sachen schon funktionieren. Ich habe jetzt, glaube ich, hier kein Excel drin. Ich kann aber einfach mal so ein Dokument nehmen. Das ist jetzt im Prinzip das Open Office Dokument, aber ich kann ja jetzt auch hingehen und kann sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht als ODS, sondern als XLSX speichern. Okay, das wollte er mich nicht so einfach machen lassen. Auch wieder ein schöner Vorführungseffekt. Aber ich mache es jetzt einfach mal anders. Ich sage jetzt mal hier, ich will ein neues Dokument öffnen in der Form einer Tabellenkalkulation, und zwar als Excel. Meinen Sie da war noch eine Frage, kann das Nachverfolgen der Änderung für Externe festgeschrieben werden? Das heißt, Sie wollen das quasi erzwingen, dass es immer eingeschaltet ist, diese Funktionalität. Oder verstehe ich Sie da falsch? Macht wenig Unterschied, ob Sie das Dokument quasi ein bestehendes Excel-Dokument öffnen oder es über Collabora erstellen. Also das ist wenig Unterschied. Die Sache ist nur, wenn Sie ein bestehendes Dokument haben, haben Sie vielleicht bestimmte Formeln oder bestimmte Dinge so eingebaut, dass das vielleicht nicht gelesen werden kann vom Format her. Das ist dann immer die Frage, wenn Sie sehr komplizierte Kalkulationen oder Rechnungen in Collabora haben. Das könnte dann sein, dass es eventuell mit der jetzigen Version noch nicht verstanden wird. Aber das muss man einfach ausprobieren. Ja, im Endeffekt haben Sie immer noch die Möglichkeit, einfach wenn etwas mit dem Collabora Online noch nicht funktioniert. Wir haben auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, Formatierungen,
innerhalb einer Zelle mit einem Zeilenumbruch. Das ist was, was das jetzige Collabora Online noch nicht kann. Ich denke mal, in der nächsten Version wird da mehr kommen. Da werden wir auch einfach mehr Sachen an Collabora jetzt wieder zurückmelden. Dann kann ich einfach hingehen und kann sagen, speichern unter, ich habe es lokal. Für komplexere Sachen habe ich immer noch die Möglichkeit, aber ich glaube einfach, der Riesenfortschritt ist an der Stelle, dass ich viele Standardsachen einfach nutzen kann direkt. Also es ist auch stark unter Entwicklung, das heißt, jeden Tag kommen neue Funktionalitäten rein, also sind ganz, ganz stark am Entwickeln, damit Collabora sehr, sehr schnell nach vorne geht. Die Frage mit dem Abschalten müsste man jetzt nochmal klären, ob das wirklich möglich ist, dass man es quasi nicht abschalten kann. Aber ich denke, wenn Sie das Dokument bearbeiten können, können Sie auch das wiederum abschalten. Also das kann man quasi nicht erzwingen. Nee, aber ich wüsste auch nicht, dass es in sonstigen Dokumenten an der Stelle möglich ist, Änderungsverfolgung auszuschalten, so einfach. Aber da bin ich einfach nicht Fachmann oder Fachfrau genug für die Funktionalitäten, die ich mit einem in solchen Dokumenten an der Stelle habe oder nicht habe. Ich glaube aber, dass man an der Stelle einfach auch davon ausgehen kann, dass wenn ich da mit Leuten produktiv an Sachen arbeite, warum sollten die mutwillig versuchen, irgendwelche Änderungen abzuschalten? Also dann macht es für mich die Zusammenarbeit nicht so richtig viel Sinn an der Stelle, um das jetzt mal so auszudrücken. Also an manchen Stellen, wie in der E-Gruppe auch, ich kann nicht alles erzwingen. An manchen Stellen muss ich mich auch einfach darauf verlassen, dass mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die auch ein gewisses Interesse haben, dass das gemeinsam Sinn macht, was da passiert. Oder ansonsten kann ich, wenn Sie sagen, lokal kann ich sowas machen, dann müssen Sie es vielleicht doch mit dem lokalen Client machen. Aber ich glaube, das geht jetzt einfach ein Stück weit über das hinaus, was wir heute an der Stelle einfach von den Sachen zeigen wollen. Ich würde jetzt ganz gerne einfach auf die weiteren Dinge von der E-Groupware noch eingehen, sofern jetzt nicht noch Fragen direkt zu dem Collabora online sind. So, wo wollen wir jetzt hin? Moment. Noch eins weiter. Ja. Also ich denke, der nächste wichtige Punkt, den wir mit der 17.1 in die E-Groupware reinbringen, ist einfach, dass wir an der Stelle, was wir mit der 16.1 schon angefangen haben, auch an dem Look und Feel von der E-Groupware zu arbeiten, das Ganze moderner zu machen und auch ein Stück weit leichter, dass wir da einiges auch in der 17.1 wieder für Sie umgesetzt haben. Das startet damit, dass ich die Möglichkeit habe, eine eigene Startseite zu generieren, die modern ist, die vielleicht auch zu meinem Unternehmen passt. Standardmäßig haben wir hier für Sie ein Bild vorgesehen, aber Sie haben die Möglichkeit, als Administrator an der Stelle einfach viel zu verändern und das auch nochmal ein ganzes Stück weit einfacher zu machen. Moment, ich share gerade mal den Desktop. So, dann. Ja. Ich bin jetzt in der Administration, also die Stelle, wo Sie nachher als Administrator für die 17.1 Ihre Startseite definieren. Und zwar ist es die Konfiguration der Anwendung. Und dort habe ich die Möglichkeit, einfach jetzt neben dem, dass Sie hier einfach jetzt ein Logo hochladen können, was dann entsprechend verwendet wird für innerhalb der E-Groupware. Sie haben die Möglichkeit, ein anderes Logo für die Startseite für außen zu verwenden. Das heißt, Sie können auch unterschiedliche Logos innerhalb und außerhalb haben. Wer manchmal sagt, mein Logo ist eigentlich standardmäßig hier oben, weil Hochformat sieht es nicht so gut aus, ich will auf der Startseite was anderes haben, haben Sie jetzt die Möglichkeit, dass wir zwei verschiedene Logos für Sie vorgesehen haben. Wenn Sie kein anderes hochladen, wird standardmäßig das gleiche verwendet. Und ich kann es direkt von dort aus hochladen, oder? Sie können es direkt hochladen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr den Umweg darüber zu gehen, dass wir es irgendwo in der DocRoute von der E-Groupware speichern müssen oder müssen es irgendwo extern per URL eintragen. Es wird automatisch in Ihre Instanz reingespeichert. Sie können hier ein Bild hochladen. Dieses Hintergrundbild wird automatisch skaliert. Wenn Sie nichts eingetragen haben, dann sieht Ihr Startbildschirm, kommt mit dem Standardbild von der E-Groupware hoch. Sobald Sie ein eigenes Bild hochladen,
wird entsprechend dieses Bild verwendet. Wie kann sowas aussehen? Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal ein paar unterschiedliche Startseiten zeigen. Das hier ist ein Bild, das ich mal am der Nordsee gemacht habe, was ich sehr schön finde, habe ich in meiner Testinstanz drin. Ich habe einfach unseren Support Center auch als Beispiel. An der Stelle haben wir uns ein Bild gewählt, was so ein bisschen zu dem Thema Help, Fragezeichen, einfach auch farblich gesehen schön dazu passt. Haben es einfach reingeladen und entsprechend gestaltet sich die Seite automatisch ganz anders, als es jetzt zum Beispiel auch auf dieser Seite ist. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit als Administrator vielleicht ein Bild von Ihrem Unternehmen von außen, wo die Leute sich direkt mit identifizieren, in die ganze Sache einzuladen, reinzulesen, sodass Sie an der Stelle einfach sehr viel besser sehen, was passiert. Die zweite Geschichte ist, was ganz neu ist, wo die Benachrichtigungen oder wie die Benachrichtigungen zu finden sind. Das heißt, wir haben anstelle von dem Pop-up, was vorher in der eGroupware an allen Stellen kam, wenn ich eine Änderung bekommen habe von einem Eintrag, habe ich jetzt die Benachrichtigungen hier an der Seite, sodass ich sie jederzeit entsprechend aufrufen kann. Also angenommen, ich bekomme eine Benachrichtigung von einem fälligen Infolog-Eintrag oder ich bekomme einen Kalendereintrag, einen Alarm, dann zeigt der sich einfach direkt in der eGroupware da oben. Ich würde jetzt einfach mal einen... Man sieht, es ist auch rot oben bei 5, die Zahl 5, das ist rot, das heißt, es gab nur 5 neue Benachrichtigungen. Genau. Und da kann man auch sehr schön feststellen, dass die Sachen da sind, sind sehr aufgeräumt dann auch. Genau, ich kann einfach auf die einzelnen Informationen draufklicken, dann geht mein Eintrag an der Stelle in groß auf, sodass ich sehe, was ist da, ich kann es wieder zumachen, das ist dann als gelesen gekennzeichnet. Und ich kann es aber auch einfach rauslöschen, einzeln, oder ich kann hier oben alle auf einmal markieren, alle auf einmal rauslöschen. Das heißt, ich habe hier einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, wie ich nochmal schnell was nachschauen kann. Wenn ich jetzt momentan keine Zeit habe, mich mit den Sachen zu beschäftigen, klappe ich es einfach zu, erledige meine Arbeit und wenn mich was interessiert, klicke ich wieder hier oben drauf und habe die Sachen übersichtlich dargestellt. Es stört nicht so, wie es früher war, wo es dann quasi mitten vom Bildschirm war und hat dann alles unterbrochen an der Stelle. Genau, genau. Also im Prinzip hat sich auch eine Sache geändert, diese Benachrichtigungen. Früher war es ja so, die kamen nur rein, wenn sie angemeldet sind. Mittlerweile ist es so, dass diese Benachrichtigungen da einfach im Hintergrund auch für Sie erfasst werden und dann in der eGroupware drin sind. Das heißt, es macht jetzt einfach nochmal mehr Sinn, die Sachen auch in der eGroupware angeschaltet zu haben. Ich weiß, dass früher einige Leute explizit diese Benachrichtigungen ausgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, das ist einfach nur nervig, mir langt es, wenn ich die Sachen per E-Mail bekomme. Jetzt haben sie die Möglichkeit, das auch entsprechend anzupassen für ihre Mitarbeiter, dass die Möglichkeit haben, diese Funktionalitäten in der eGroupware auch zu nutzen. Die andere Geschichte zum Bereich Look und Feel. Im Mail, wenn ich etwas speichern möchte und dann habe ich einen neuen Speichern-Dialog. Auch hier haben wir auf das lokale Speichern, wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Also Speichern im virtuellen Dateimanager. Speichern im Dateimanager. Auch hier sind wir einfach konsequent den Weg weitergegangen, zu sagen, das Ganze soll einfach ein bisschen leichter, soll auch, ich sage jetzt mal, prägnanter von der Bedienung her sein. Ich habe direkt das Verzeichnis, ich habe die Möglichkeit, meinen Dateinamen einzugeben, mein Verzeichnis auszuwählen, habe aber auch immer noch die Möglichkeit, das in den einzelnen Anwendungen abzuspeichern, wie es davor auch der Fall war.
aber einfach so konsequent die ganze Sache weiterzuentwickeln, dass wir einfach schlanker und übersichtlicher werden und viele von den Dingen, die sehr viel Funktionalität bieten, zwar weiterzubieten, aber es auch für jemanden, der es ein bisschen einfacher und leichter braucht, einfach auch manche Komplexitäten ein Stück weit besser zu verbergen, dass sie immer noch da sind und es nicht ganz so überladen aussieht an der Stelle. Ich meine, vom letzten Mal nochmal das Spam-Titan, also dieses Whitelisten von E-Mails als Spam und Ham-Kennzeichen, das war ja beim letzten Webinar, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz zeigen, dass das jetzt auch die Möglichkeit dieser integrierten Schaltung haben, wie es als Spam schalten kann. Ja, also im Grunde genommen an der Stelle einfach im ganzen E-Mail haben wir zwei Neuerungen. Zum einen haben wir die Sache mit dem Spam-Titan, der ja im Hosting für alle verfügbar ist. Wir können den Spam-Titan auch als Service für externe Mail-Kunden anbieten, dass die ganzen Sachen darüber laufen und im Prinzip die Spam- und Virenfilterung über uns läuft. Aber ihr Mail-Server trotz allem im eigenen Haus noch läuft und das Ganze nur einmal durch das Virenfiltern geht. Was wir jetzt hier auch sehen, ist, in der 17.1 haben wir auch eine neue Aufteilung. Wir können zusätzlich auch sagen, dass wir die Voransicht der Mails auf der rechten Seite haben wollen. Das heißt, ich habe links ich sag jetzt mal, dem Format der meisten Bildschirme heute und Laptops angepasst, Breitbildschirm. Dann kann ich meine volle Liste von Mails sehen und sehe auf der rechten Seite immer noch den vollen Inhalt der Mails. Und ich kann jetzt entsprechend hier über die Kennzeichnung als Spam entweder eine Domain blacklisten, whitelisten oder ich kann sie als Spam kennzeichnen. Das Ganze kann ich auch in der Vorschau machen. Das heißt, auch hier habe ich einfach mein Icon zum Kennzeichnen als Spam. Wenn ich etwas als Spam kennzeichne, wird es automatisch auch in den Spam-Ordner verschoben. Das heißt, wenn ich jetzt an der Stelle draufklicke, das als Spam zu kennzeichnen, dann wird es automatisch in meinen Spam-Ordner verschoben und der Spam-Titan bei uns würde jetzt an der Stelle lernen, dass die Sachen Spam sind. Wenn ich das dann doch nicht wollte, kann ich sie natürlich auch einfach wieder entsprechend in meinen Posteingang zurückverschieben. Und wenn Sie umstellen auf die 17.1 und Sie haben diesen Button dort nicht, da ist unter Weitere und dann kann man auch wieder zurück, also quasi in dieses Mailfenster reinschieben. Es könnte sein, dass Sie den vielleicht nicht direkt sehen. Ja, das ist entsprechend auch, wenn Sie diese Einstellung in der 16.1 gab es sie ja noch nicht. Sprich, wenn Sie diese Einstellung nutzen wollen, müssen Sie einmal in den Einstellungen von der E-Groupware das Ganze so umschalten, dass Sie hier drin die Mail-Vorschau vertikal anzeigen wollen. Einmal umstellen, vielleicht auch für alle Benutzer oder als Voreinstellung, je nachdem, wie Sie das im Unternehmen nutzen wollen. Und eine Geschichte, die in der 17.1 neu reingekommen ist, und da sind wir auch ein Stück weit bei dem Thema Sicherheit. Wir hatten ja in der 16.1 bisher drin, dass man PGP-Verschlüsselung, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die im Browser stattfindet, nutzen kann. Die 17.1 bietet jetzt zusätzlich die Möglichkeit, auch eine S/MIME-Verschlüsselung. S/MIME ist auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Allerdings ist es so, dass ich für dieses S/MIME kein Browser-Plugin brauche, sondern dass das Ganze serverseitig ihre Schlüssel gespeichert werden und serverseitig für Sie entschlüsselt wird. Das heißt, wenn Sie an der Stelle sonst halt vielleicht auch schon einen S/MIME-Key nutzen, können Sie den in die E-Groupware hochladen. Der wird dann in Ihrem Benutzerkonto, Ihr persönlicher Schlüssel wird in Ihrem Benutzerkonto gespeichert und der allgemeine Schlüssel wird in dem Kontakt als Schlüssel hinterlegt und damit kann ich einfach durch Angeben von einer Schlüsselphrase. Passphrase, ich weiß jetzt gerade kein vernünftiges deutsches Wort dafür, kann ich die Datei, die Mail entschlüsseln, der merkt sich das für eine gewisse Zeit und ich kann dann an der Stelle einfach Mails schreiben und im Verfassen kann ich natürlich ganz genauso auch jetzt die Verschlüsselung einschalten. Entweder nur als Signatur,
dass ich die Mail signieren möchte oder sie komplett verschlüssele. Wenn ich sie komplett verschlüssele, prüft er nochmal, dass der Schlüssel vorhanden ist und damit es dann auch funktioniert. Natürlich müssen Sie wie bei allen Verschlüsselungen darauf achten, eine Mail zu verschlüsseln. Wenn Ihr Gegenüber Ihren öffentlichen Schlüssel nicht hat, dann kann er darauf nicht zugreifen. Aber letztendlich ist das eine typische Geschichte, die Sie auch von sonstigen Programmen kennen. Wichtig ist jetzt einfach nur, was ist eine Möglichkeit, was im Browser funktioniert, was natürlich auch mit der Mobilanwendung von der eGroupware im Browser funktioniert, was auf, ich sage jetzt mal, nicht allen Clients, die ich auf meinem Mobilgerät habe, so einfach verfügbar ist. Da war die Frage im Adressbuch noch, aber das hat sich jetzt geklärt, wo der Schlüssel gespeichert wird. Der wird quasi im Adressbuch gespeichert, der öffentliche Schlüssel, und damit kann jeder quasi drauf zugreifen. Genau. Der öffentliche Teil ist im Adressbuch und der private Teil wird verschlüsselt in dem E-Mail-Konto von dem jeweiligen Benutzer. Das heißt, Sie haben da nie irgendwelche Klartext-Sachen, sondern es ist an der Stelle immer... Kann der Admin die Verschlüsselung erzwingen? Aktuell ist dafür nichts vorgesehen. Im Endeffekt ist es so grundsätzlich, warum nicht, aber es ist einfach noch nicht vorhanden. Gibt es sonst zu den Funktionalitäten vom S-MIME, auch da wäre noch mal genauer in dieses Thema S-MIME reinschauen will. Es gibt ein Webinar dazu, was wir schon vor einigen Wochen aufgezeichnet haben. Ich meine, Empfehlung wäre im Zweifelsfall, wenn da konkrete Fragen sind, entweder, dass Sie sie im Nachgang mal stellen, sich bei uns melden oder sich einfach mal das Webinar dazu anschauen. Das würde jetzt an der Stelle einfach die Länge von dem Tutorial oder von unserem heutigen Webinar übersteigen. Ich möchte mal noch auf ein paar weitere Funktionalitäten, die in der 17.1 drin sind, noch kurz eingehen. Ich möchte mal ganz kurz, die Webinare sind alle auf der Webseite verlinkt, www.igroupware.org, und dort unter Webinare, und dort finden Sie alle Webinare nochmal zum Nachgucken. Ja. Wir haben in vielen Bereichen von der eGroupware neue Funktionalitäten drin. Das fängt damit an, dass ich in der Administration, in den Benutzergruppen jetzt eine Übersicht habe, dass ich mir auch im Exportieren kann, die ganzen Rechte, die auf allen Gruppen gesetzt sind, sind Dinge, die neu in der 17.1 drin sind. Ich habe die Möglichkeit, im Adressbuch eine sogenannten Duplikatenansicht umzuschalten, die mir nach Kriterien, die ich selber vorgeben kann, dann an der Stelle Duplikate in der eGroupware sucht und dann auch die Möglichkeit bietet, diese zu vereinigen. Das heißt, an der Stelle bekomme ich jetzt eine Liste von verschiedenen Kontakten, die mehrfach vorhanden sind, entsprechend dem Kriterium, was ich eingegeben habe. Ich schaue mal gerade, was für ein Kriterium das ist. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, für die Prüfung der Duplikate, was soll denn herangezogen werden? In dem Fall habe ich jetzt einfach mal die Duplikatsprüfung auf der Nachname ist gleich gesetzt. Und ich kann hier mehrere Kriterien angeben und sagen, wie viel davon übereinstimmen müssen. Insgesamt ist meine Empfehlung immer, diese ganze Duplikatenprüfung ist natürlich nicht unbedingt das Performanteste, was man in der eGroupware haben kann. Also von daher fangen Sie damit an, Ihr Kriterium etwas genauer zu fassen, damit Ihre Duplikate zu finden, vielleicht auch das, worauf Sie suchen, das einzuschränken, sodass Sie an der Stelle einfach nicht 5 Minuten warten müssen, bis Sie ein Ergebnis kriegen, sondern dass es halt tatsächlich einfach auch sinnvoll funktionieren kann. Weil wenn ich, sage jetzt mal, 100.000 Kontakte habe und sage, zeig mir mal alles an, was die 25 Kriterien erfüllt, vielleicht werde ich an der Stelle, und davon sollen 3 dann zutreffen, wenn 3 von den 25, die ich angeklickt habe, dann wird wahrscheinlich die Suche nicht so schnell zurückkommen. Also von daher grenzen Sie es ein Stück weit ein, sodass Sie an der Stelle, wir alle wissen, es ist ein gewachsener Datenstamm, und ein gewachsener Datenstamm tendiert ein kleines bisschen dazu, dass man auch sehr leicht mit der Zeit mal Duplikate reinbekommt. Gerade weil es in der Vergangenheit ja auch nichts gab, mit dem ich so einfach die Sachen feststellen konnte oder überprüfen konnte auf einen Schlag, wie es jetzt der Fall ist. Andere Geschichten, die neu reingekommen sind, die, denke ich, so für
ein Großteil vielleicht auch interessant sind. Wir haben im Projektmanager nochmal einige Funktionalitäten drin, dass ich zum einen im Projektmanager die Möglichkeit habe, in einem Projekt, ähnlich wie ich das im Infolog der Fall ist, einfach im Beschreibungsfeld mit Zeitstempeln zu arbeiten und da ein Stück weit strukturierte Sachen zu erfassen. Zum anderen haben wir jetzt im Projektmanager die Möglichkeit, per Konfiguration diesen Löschschutz einzuschalten. Auch das ist in anderen Anwendungen ja schon drin gewesen in der Vergangenheit, ist jetzt in der 17.1 auch entsprechend mit drin. Und ich habe die Möglichkeit, im Projektmanager jetzt auch neu Benachrichtigungen einzuschalten. Da haben wir uns im Projektmanager dazu entschieden, dass diese Benachrichtigungen auch ein Stück weit auf den Rollen, die ich in einem einzelnen Projekt habe, ich dafür mich entscheiden kann, dass ich dafür eine entsprechende Benachrichtigung bekomme, wenn ich in dieser Rolle bin, sodass man es ein Stück weit einschränken kann, was an der Stelle an Benachrichtigung oder worüber ich benachrichtigt werden will. Dass ich sage, naja, ich bin Mitarbeiter, interessiert es mich nicht, muss ich sowieso meine Sachen abarbeiten, so wie sie reinkommen. Oder für die Rolle möchte ich Benachrichtigung haben, für die andere nicht. Wann sollen fällige Einträge, startende Einträge, also so wie wir es von den Anwendungen auch kennen. An der Stelle gilt auch wiederum, das Ganze ist ein Stück weit in der permanenten Entwicklung. Sprich, hier kann es auch einfach sein, dass noch zusätzliche Funktionalitäten von den Benachrichtigungen im Projektmanager, auch was so Reporting angeht, in Zukunft einfach hinzukommen. Da sind wir einfach auch immer auf das Feedback angewiesen, was da für unsere Kunden natürlich von Interesse ist und benötigt wird. Ich glaube, wir sollten langsam mal. Haben wir noch Sachen, die wir kurz anreißen sollten? Ansonsten würde ich sagen, sollten wir mal, wenn keine Fragen mehr da sind, mal kurz zum Ablauf übergehen. Das heißt, wie ist das Ganze geplant? Wann gibt es die 17.1? Ich gehe noch kurz die Folie nochmal durch. Da haben wir es gleich, das Release, genau. Wie sieht die Umstellung aus? Was ist denn geplant? Weil wir haben schon viele Anfragen bekommen von Kunden aus dem Hosting. Wann geht's los? Wann kann ich umgestellt werden? Wie läuft es jetzt ab? Wie ist da der zeitliche Ablauf? Ja, also nachdem das Feedback bisher sehr, sehr positiv war, wir haben auch noch mal einige Fehler, die uns gemeldet wurden, jetzt schon behoben, wird es wahrscheinlich noch Ende dieser Woche einen Release-Kandidaten 3 geben und dann soll das Release nächste Woche, Mittwoch, den 15. tatsächlich final kommen, sofern jetzt nicht irgendwelche Dinge noch reinkommen, die wir jetzt nicht abschätzen können. Des Weiteren wollen wir das Ganze im Hosting, in der eGroupware Cloud, wieder so handhaben, wie wir es mit der 16.1 auch gemacht haben. Wir werden eine Kundeninformation an unsere Kunden rausschicken, wann die Umstellung geplant ist. Wir werden das auch wieder auf den Login-Seiten der Instanzen entsprechend ankündigen. Wenn dieses Umstellungsdatum für Sie nicht passt, dann einfach kurz Bescheid sagen, dann können wir das natürlich auch entsprechend verschieben. Aber an sich ist die Idee, einfach in den nächsten Wochen alle Kunden dann auch auf die 17.1 entsprechend umzuziehen. Ich glaube auch, dass, so wie es mit der 16.1 auch war, die Umstellung auf die 16.1 war sehr einfach und auch sehr problemlos für alle Kunden. Und genauso wird es auch mit der 17.1 sein. Sie bekommen zusätzliche Funktionalitäten. Das Ganze ist lange genug schon im Test, als dass ich jetzt hier irgendwelche Schwierigkeiten erwarte. Und auch die Umstellung für die einzelnen Benutzer ist so, dass sich in den Anwendungen nicht viel geändert hat. Das heißt, die Umstellung ist sehr einfach auch zu vollziehen für Ihre Benutzer, für die Instanzen. Vielleicht nochmal zur Collabora. Das heißt, wenn ich jetzt umgestellt bin auf 17.1, dann sehe ich diesen Bildschirm und dann kann ich quasi anfangen und kann losstarten und kann dann sofort mit Collabora arbeiten. Im Prinzip ja. Dabei gibt es, so wie es ja auf der Seite auch schon ein Stück weit angedeutet wurde, das Ganze ist so, dass wir eine Testphase erstmal am Laufen haben. In dieser Testphase hat jeder die Möglichkeit, 100 Dokumente gleichzeitig am Tag zu öffnen. Die Testphase wird so bis etwa Mitte Januar gehen.
Danach ist es so, dass wir einfach auch ein bisschen die Erfahrungen haben, wie viele Ressourcen braucht es bei uns im Rechenzentrum. Und natürlich ist es auch so, Collabora selber macht das Ganze ja auch nicht aus lauter Freundlichkeit. Collabora hat ein Produkt und hat eine Lizenz. Wir werden im Hosting die gleiche Anzahl an Benutzern, die sie in ihrem Paket haben, auch für das Collabora Online freischalten. Collabora hat eine etwas andere Lizenz, als bei uns in der Cloud der Fall ist. Das heißt, in der Cloud basieren unsere Lizenzen ja auf gleichzeitigen Anmeldungen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein eBasic mit 5 gleichzeitigen Anmeldungen hat, dann hat er die Möglichkeit, das Collabora mit 5 Benutzern auch zu nutzen. Diese Lizenzkosten, die werden wir von dem Hosting, was Sie da zahlen, an Collabora entsprechend weitergeben. Das heißt, das bekommen Sie einfach mitgeliefert. Wenn Sie mehr als 5 Benutzer brauchen, die das nutzen, das können Sie über die Administration ja festlegen, welche von Ihren Benutzern auf diese Anwendung Collabora zugreifen. Dann können Sie zusätzliche Lizenzen kaufen und dann auch mit einer größeren Menge kaufen. Das, was inkludiert ist, entspricht einfach der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer. So viele benannte Benutzer werden dann die Möglichkeit haben. Für jemand aus der Community, der von extern kommt und das Ganze meldet, auch dort, die Testphase gilt absolut analog. Danach kaufen Sie eine Lizenz und mit der Lizenz haben Sie die Möglichkeit, mit so vielen Benutzern, wie Sie in Ihrer Lizenz gekauft haben, das Ganze auch zu benutzen. Ist beschränkt auf EPL oder kann ich die eigene Collabora-Instanz betreiben? Vielleicht nochmal ganz kurz der Unterschied. Meinen Sie jetzt, Sie haben eine Icover-EPL-Version, wollen Sie Collabora bei sich in Ihrer Instanz nutzen? Ah, da sehe ich, da kommen schon die nächsten Fragen. Also. Ja, fangen wir es mal so an. Wenn Sie EPL haben, haben Sie die Möglichkeit zu konfigurieren, wo der Collabora-Surfer steht. Sprich, für EPL-Kunden besteht auch die Möglichkeit, neben dem, dass Sie das Collabora bei uns im Cloud-Hosting nutzen können, das auch in der Eigeninstallation zu nutzen. Wir werden dafür eine VMware-Instanz bereitstellen, die Sie runterladen können, in dem dann auch ein Collabora-Surfer mit drin ist, den Sie bei Ihnen im eigenen Rechenzentrum fahren können. Für die Community ist es so, dass an der Stelle Sie die Lizenz nutzen können und können es bei uns in der eigenen, in unserer Cloud nutzen. Für die Community ist nicht vorgesehen, dass das Ganze auf einem eigenen Surfer laufen kann. Klar, Sie können sich zusammen in den Sourcen zusammen konfigurieren, das geht natürlich immer. Das ist Open Source, klar. Ja. Dann ist natürlich die Sache, neben den Cloud haben wir ja jetzt auch genügend Leute mit einer Eigeninstallation. Wie läuft das Ganze, die Umstellung der Repos für die Eigeninstallation? Da ist es so, wie auch in den letzten Jahren schon, wir werden für die Community die Repos mit dem Release-Datum auf das neue umstellen. Und für unsere EPL-Kunden ist es so, dass wir einfach diesen Zeitraum ein bisschen hinauszögern. Wer möchte, kann schon im Vorhinein, wie jetzt auch, einfach per URL, die er verändert, auf die 17.1 wechseln. Und voraussichtlich Mitte Januar werden wir dann die URLs, die Pakete in dem Stable Release auch für unsere EPL-Kunden zur Verfügung stellen und man muss dann einfach seine entsprechende URL für die Paketinstallation nochmal verändern. Gibt es sonst von Ihrer Seite aus noch Fragen zu der 17.1, zu Collabora Online? Haben Sie es vielleicht schon mal genutzt? Wäre natürlich auch für uns interessant, ob es schon Erfahrungen damit gibt, ob Sie schon auf die 17.1 gewechselt sind. Also auf jeden Fall das Trial ausprobieren, einfach mal reinschauen. Auch wenn Sie jetzt Ihre Eigeninstallation haben und wollen jetzt einfach mal ausprobieren, können Sie jederzeit auch ein Trial bei uns im Hosting einfach mal anlegen, um Collabora auszuprobieren. Das heißt, die neuen Trial-Versionen, diese 30 Tage Textversionen, können Sie sofort erstellen und haben dann direkt
die Collabora am Laufen, genau erfolgreich aktualisiert, genau, also da läuft es alles mit der Testversion ausprobieren und dann machen Sie ein eigenes Bild davon, das ist immer das Beste, das einfach mal ausprobieren und dann sehen Sie auch sofort die 17.1-Funktionalitäten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns dafür, dass Sie zahlreich heute dabei waren. Natürlich werden wir die Aufzeichnung vom Webinar wie immer auch auf unsere Webseite stellen, sodass jemand, der heute nicht die Chance hatte, daran teilzunehmen, sich das im Nachhinein nochmal anschauen kann. Wenn keine Fragen mehr sind, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und Sie kriegen auf jeden Fall Bescheid über den Newsletter, wann das Release jetzt kommt. Also geplant ist der 15. November, aber müsst dann einfach jetzt abwarten. Es wird jetzt nochmal einen neuen Release-Kandidaten geben, Ende der Woche. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Webinar. Danke, Stefan.